Ja, hallo und wieder herzlich willkommen. Zweite Teil mit dem Wasser. Und es gibt einen Professor Masaru Emoto und der hat nachgewiesen, dass Wasser ein Gedächtnis hat. Also das heißt, wenn man Wasser mit etwas Positivem anreichert bzw. füllt oder unter ein Glas stellt, ein positives Zeichen oder man macht an das Glas einen positiven Spruch drauf oder ein Herz, dass das eine Frequenz ist, die das Wasser noch verbessert. So, das kennen wir ja von den Blumen, habe ich schon mal erzählt gehabt. Da gibt es ja die Kirlian-Fotografie, damit kann man unter anderem auch nachweisen, dass wenn man jemanden immer beschallt mit du bist blöd, du bist doof, du bist hässlich oder mit dieser enormen Musik, die Heavy-Metal-Musik, dieses und dieses Aggressive, dass dann die meisten Pflanzen eingehen. Und so geht das eben auch zu strukturieren mit dem Wasser. Also das könnt ihr nachlesen, da gibt es genügend. Und ich habe euch vorhin gezeigt, es gibt verschiedene Mondwasser von der St. Leonardsquelle. Das ist das normale Mondwasser, da habe ich 1,99 für den Liter bezahlt. Und das gibt es auch nur in Glas. Und dann habe ich hier die Vollmondquelle von der St. Leonardsquelle. Auch logischerweise nur im Glas, immer in den Sechserträgern. Und guckt mal, wenn ihr hinten schaut, da wo der Mond ist, dann sieht man von hinten eventuell, dass da die Blume des Lebens auf jedem Schildchen drauf ist. Weiß ich jetzt nicht, ob ihr das so gut erkennen könnt. Auf jeden Fall ist es so, dass dieses Wasser natriumarm ist, enteisend und natürlich ohne Kohlensäure und das Besondere eben die Vollmondabfüllung. Und was bedeutet es überhaupt? Es gibt sonst, ich wüsste das nicht, jedenfalls nicht in Deutschland, irgendwo noch ein anderes Wasser, was eine Vollmondabfüllung hat. Das heißt, all das Wasser, was an Vollmond eben dann abgezapft wird oder die Flaschen, die gefüllt werden, wenn die dann alle sind, ist keine Vollmondabfüllung mehr da. Das heißt, dann dauert es eben eventuell ein paar Tage oder auch Wochen, je nachdem, wie viel verkauft wurde, bis es wieder eine Vollmondabfüllung gibt. Das passiert natürlich, sage ich mal, bei der normalen Mondabfüllung nicht unbedingt. Ich weiß nicht, zu welchem Zeitpunkt die jetzt die normale Mondabfüllung machen, aber es gibt ja auch noch die Sonne, das Licht. Also wenn ihr auf die Seite von St. Leonards Quelle geht, dann seht ihr, dass es noch verschiedene Wasser gibt zu kaufen und zu probieren. Und die haben auch alle einen unterschiedlichen Geschmack. Und ich muss euch sagen, diese Vollmondquelle ist jetzt nicht ein Wasser für mich, was super gut schmeckt. Das hat eine Schwere. Dieses Wasser ist so ein bisschen wie ein schwerer Wein, wisst ihr? Das kann man, oder ein anderes Öl. Das ist einfach ein Unterschied zu vielen. Und so kann man sich vielleicht auch probieren, welches Wasser schmeckt einem wirklich gut. Also ich kann das zum Beispiel, ich kann das jetzt auch nicht so trinken wie manch anderes Wasser. Es gibt also Wasser, das kann ich auf gut Deutsch an den Hals nehmen und dann kann ich eine halbe Flasche trinken. Das kann ich mit dem Wasser so nicht. Irgendwie ist es so, dass ich nach dem Glas befriedigt bin. Also da ist einfach, ich denke mal, dass dieses Wasser unter anderem eigentlich so gut ist, was ist eigentlich, dass es auch in den Zellen ankommt. Es gibt genügend anderes Wasser, was da vielleicht nicht so hinkommt. Jetzt können auch alle wieder sagen, Hokus Pokus, aber wir wissen ja, Ebbe und Flut, ne, macht was aus. Wenn man operiert wird an Neumond, weiß man, dass es wahrscheinlich länger bluten wird, schlechter heilen wird. All das ist ja bewiesen. Und das, also man weiß ja, die Säufersonne, sagt man immer, der Vollmond, auch da passieren ja viele Dinge. Nachtwandler, alles passiert ja am Vollmond. Und das ist nicht umsonst, ja. Und somit ist auch erwiesen, ja schon früher die Kräuterfrauen, die sind natürlich nicht nur wegen der guten Sicht an Vollmond gegangen, um Kräuter zu pflanzen, sondern man sagt, dann haben Heilpflanzen eben auch eine ganz besondere Kraft und Wirkung. Und so ist es mit dem Wasser auch. Und kennengelernt habe ich das beim Jürgen Fliege vor vielen, vielen Jahren in der Sendung, als er noch im Fernsehen war. Und ich fand diese Sendung ganz wunderbar und ausgezeichnet, weil man dann sehr, sehr, sehr viele Facetten hatte und jeder konnte sich rausnehmen, was er wollte. Und es hat mich damals auf meinem Weg sehr begleitet, weil er sehr offen war und allem zugestanden hat, so wie es auch sein kann. Zwischen Himmel und Erde gibt es ganz vieles. Ja?
Und da habe ich die St. Leonardsquelle kennengelernt und dann hat man die hier in Kassel gar nicht so bekommen. Und dann habe ich nachgefragt in einigen Getränkeläden und dann gab es auch wirklich einen, der das wirklich mit ins Sortiment genommen hat. Und wir haben eine Hautärztin in Kassel, die jetzt nicht mehr arbeitet, aber das war die Frau Dr. Fisan. Und die hatte dieses Wasser auch empfohlen für die Haut und alles. Also überhaupt die St. Leonardsquelle. Und das fand ich jetzt ganz großartig, weil die weiß ja, wovon sie spricht auch. Ja, das fand ich also wirklich toll. Und ich bin mit meiner Cousine immer nach Hedemünden gefahren, weil da haben wir es bekommen, immer im blauen Planeten. Und da gibt es ja auch Kataloge von, ob die jetzt die St. Leonardsquelle auch verschicken, das weiß ich jetzt nicht, ehrlich gesagt. Aber damals bin ich eben, wie gesagt, immer hingefahren, dann haben wir uns das Wasser geholt. Und mittlerweile ist es so, dass auf jeden Fall dieses Wasser auch bei der Gabi Günther in Niederkaufungen im Laden zu erhalten ist. Und wenn da eine Sorte ist, die sie nicht hat, müsst ihr halt einfach mal nachfragen. Das passt ja immer ganz gut. Und dann hatte das auch Teegut. Jetzt weiß ich aber nicht, ob das alle Teegutläden haben, aber bei uns hatte das dann auch Teegut. Und ich muss nur sagen, die haben natürlich dieses wunderbare Wasser, hatten sie an eine Lichtquelle gestellt, also an ein Fenster, die ganzen Kisten. Und das war natürlich ziemlich ungünstig, ne? Glasflaschen durchsichtig und dann ans Licht. Aber gut. Und jetzt bin ich aber ganz glücklich, denn die Gabi hatte mir dann die Vollmondabfüllung besorgt. Und da kann ich aber jetzt nicht, habe ich euch ja gesagt, so viel trinken. Ne? Also ich habe jetzt mal eingegossen, das ist die St. Leonardsquelle. Und das hier ist zum Beispiel auch ein Wasser, was ich total gerne trinke. Das ist aber Medium. Und manchmal muss ich euch sagen, brauche ich einfach mal so ein bisschen Kohlensäure drin. Auch wenn man sagt, das ist nicht so gesund und so weiter, aber dieses Wasser vertrage ich super gut und das trinke ich auch sehr gerne. Und das ist zum Beispiel in einer grünen Flasche. Also das finde ich jetzt zum Beispiel, ja, wir wissen, dass farbige Flaschen also auch einen Einfluss haben auf das Wasser auf jeden Fall. Glas sollte es sowieso sein, auch wenn dieses Plastik in Mode kam vor vielen Jahren. Aber man hat immer gesagt, das beste Wasser ist immer in der Glasflasche. Und ich bin davon überzeugt, in Farbe auch noch. Und man weiß ja, dass violette Flaschen, die man in der Apotheke bekommt oder wo manchmal Nahrungsergänzungsmittel drin sind, dass die alles am allerlängsten halten. Also da ist es erwiesen. Wenn man also in ein violettes Glas eine Tomate reinmachen würde, zum Beispiel, und in andere Gläser, also in durchsichtige oder andere Farben, in dem violetten Glas bleibt es, glaube ich, fünfmal so lange haltbar. Also da macht die Farbe einfach was aus. Ne? Ist erstaunlich, oder? Ja, und dann habe ich hier noch das Plosewasser. Das ist also auch eines der ersten, die ich damals eben auch kennengelernt habe vor vielen Jahren. Und man sagt damals, also ich hatte ganz viele Studien und sowas alles von dem ganzen Wasser. Und damals, zu der Zeit, wie alles getestet wurde, hat man gesagt, das beste Wasser ist das Plose und die St. Leonardsquelle. Ob das jetzt immer noch so ist, das kann ich euch überhaupt nicht sagen, das weiß ich nicht. Aber das Plose Wasser, sagt man, ist für die Zellen und die St. Leonardsquelle. Man sagt, das sind lebendiges Wasser. Also das ist wohl alles getestet worden. Und es kommt nicht immer darauf an, wie viel drin ist an verschiedenen Inhaltsstoffen, also wie hoch Magnesium oder irgendwie sowas ist, sondern da geht es noch um eine andere Aussage. Also lebendiges Wasser nennt man das auch. Und das Bloße hatte ich damals in Gundershausen als erstes bekommen, weiß ich noch genau, bei Baunatal in Gundershausen. Da gibt es so einen Bioladen und Biohof. Und da habe ich damals das Bloße Wasser geholt. Und es gibt jetzt bei der Gabi, ne, Naturpur in Niederkaufungen auch. Habe ich mich sehr gefreut, denke ich, wunderbar. Wie gesagt, alles still. Und alles schmeckt ein bisschen anders, aber es ist sehr wichtig. Es ist einfach wichtig, dass wir schauen. Denn wenn wir etwas trinken, was unsere Zellen nicht nährt, also unser Zellwasser, das darf nicht verschwinden. Wenn wir dicke Beine haben, ja, wo sich Wasser ansammelt, oder wenn wir die Tränensäcke dann so haben, ne, also das ist ein Wasser, was raus muss über die Lymphe. Aber das reine Zellwasser, das hält uns ja jung und frisch. Und da gibt es oft
Nichts Besseres sagt man, als wenn man jetzt zum Beispiel auch, weil diese Zeit des Sommers ist, des Schwitzen ist, wenn man sich ein Wassermelonenwasser macht oder ein Gurken, also Salatgurkenwasser. Jetzt müsst ihr gucken, manche lassen die Schale dran. Muss man halt sehen, ist es Bio oder habt ihr es mit Essigwasser vorher gut gereinigt. Manche glauben ja immer, die Schalen sind giftig, aber dem ist ja nicht so. Manche Leute reagieren nur drauf. Das kann natürlich alles passieren, müsst ihr selber ausprobieren. Dann kann man das wunderbar pürieren. Dann hat man natürlich ein etwas dickeres Wasser. Das kann man sich aber wunderbar dann immer portionieren, dass man sich aus dem Gurkenwasser immer etwas ins Glas gießt und dann mit dem anderen Wasser aufgießt oder mit der Wassermelone auch. Und da sagt man, das ist das beste nährende Wasser für die Zellen. Und jetzt wisst ihr ja auch wieder, wenn man irgendwo Kosmetiker gehen geht oder so, ihr kennt ja immer diese berühmte Scheibe Gurken aufs Gesicht, ne? Weil das dann die Haut erfrischt und lebendig macht. Und so macht es das Gurkenwasser und das Wassermelonenwasser auch. Und wenn man jetzt sagt, okay, ich will aber das Fruchtfleisch nicht drin haben, das schmeckt mir nicht, dann könnt ihr das da auch abends ganz wunderbar machen. Lasst es über Nacht richtig abseihen oder tagsüber, wie auch immer. Und dann habt ihr aber ein sehr hochwertiges Zellwasser. Ob man da jetzt noch einen Schuss Zitrone reinmachen möchte oder ein bisschen mehr Vitamin C, das liegt ja alles an euch. Dazu kann ich jetzt nichts sagen, aber es nährt auf jeden Fall und ich denke, darum geht es auch. Und dann, wenn die Zellen gut versorgt sind und wir immer wieder etwas trinken, dann ist es auch so, dass wir uns gar nicht müde fühlen, groß. Und auch das Wetter draußen, wenn die Hitze noch so ist, wenn wir der Zelle gutes Wasser geben und lassen uns nicht austrocknen, dann ist das einfach fantastisch. Und es ist so, dass viele ältere Menschen, die nur Wasser trinken und auch natriumarm trinken und natriumarm essen, es kann sein, dass die am Austrocknen sind. Also das nennt man dann am Demineralisieren. Weil der Körper nicht nur Wasser braucht. Er braucht noch vieles mehr dazu, aber er braucht Wasser, um sich eben zu reinigen. Und da trinken die Leute auch viel zu wenig und achten eben auch nicht, weil wenn man ganz viel Wasser trinkt, was rausgeht, muss aber auch irgendwie gut wieder dazukommen. Ja, der Körper braucht zum Arbeiten Mineralien, Spurenelemente und Vitamine. Und da sind wir wieder. Das ist super wichtig. Und da ist erwiesen, dass Menschen, obwohl sie ganz viel Wasser trinken, aber nicht genügend Zellwasser haben. Es geht jetzt nicht darum, genügend normales Salz zu essen. Um normales Salz geht es gar nicht. Da müsst ihr immer gucken, dass das auch nicht raffineriert ist, ja, dass keine Rieselhilfen mit dabei sind. Also naturbelassenes Salz ist was ganz anderes wie eben das raffinerierte Salz, ich sag mal raffiniertes Salz. Wenn ihr das davon zu viel esst, dann könnt ihr sterben. Wenn ihr von dem naturbelassenen Salz, wo das Jod inklusive ist, dann kriegt ihr vielleicht Durchfall und sehr viel Durst. Aber ihr werdet daran sicherlich nicht sterben. Ne? Bei dem anderen ist das schon so eine Sache. Und ihr seht, wenn ein Unfall passiert ist und man hat Blut verloren, was bekommt man als Infusion immer? Natrium. Ne? Also man bekommt ja dann immer eine Infusion, wo unter anderem eben auch eine Lösung ist, die mit Natrium ist. Und da weiß man wieder, wie gut es ist und wie wichtig es ist, dass wir es haben. Wir brauchen das. Aber wir brauchen auch alles andere. Und wenn wir wollen, dass Medikamente oder Nahrungsergänzungsmittel gut verdaut werden, dann brauchen wir auch Wasser zum Trinken. Dann reicht es eben nicht, wenn man nur so ein bisschen trinkt, wenn man was hat. Gerade bei Medikamenten, das muss ja raus. Alles das, was da nicht mehr reingehört, das muss raus. Und wenn das nicht rausgeht, dann verschlappt man. Und da das nicht mit Kaffee rausgeht, und auch Tee ist ja immer ein Heilmittel, man darf ja nicht vergessen, dass Tee einfach nur Tee ist. Nee, Tee hat auf seine eigene Weise seine Heilung da, beziehungsweise ist ein Genussmittel, genauso wie Kaffee auch. Auch bei Kaffee gibt es Heilmittel, die man nehmen kann, ob das jetzt Einläufe sind oder. Rein ist eigentlich nur richtig gut, ist nur das Wasser. Und wenn man seinen Körper reinigen will und frisch und fit halten will, dann sollte man eben auch ein gutes Wasser zwischendurch trinken. Und ich sag mal so, wenn ihr eure Wohnung oder die Fenster putzen wollt, dann nehmt auch keine Cola, Fanta, Bier,
Tee oder Kaffee. Ja, dann, ihr putzt mit Wasser und da tut ihr dann etwas rein, ne? Also Seife oder irgendwie sowas. Und das müsst ihr immer bedenken für euch selber. Und die gute Zeit ist ja immer zwischen 15 und 17 Uhr, sagt man. Aber je später es wird, desto weniger will man trinken, weil man möchte ja nachts nicht auf Toilette. Also das kann man bei vielen Senioren wirklich gut sehen. Da wird der Kaffee noch gut getrunken und dann noch ein bisschen Wasser. Aber später, dann wird es schon immer schwierig aus Angst, man muss nachts aufstehen oder man muss noch mal auf Toilette. Und das tun wir unserem Körper natürlich alles an. Und das muss man einfach, ne, 50-50. Der Mensch hat seinen Grund, warum er das so macht. Und das, da muss man auch ein bisschen Verständnis für haben. Aber richtig ist es nicht. Und es sind immer mehr junge Leute, die auch nicht das Richtige trinken. Diese ganzen Süßgetränke, wie sie da auch alle heißen, wo man süchtig mitgemacht wird, von den Geschmäckern her und von der Kunst. Wenn ihr das zu euch nehmt, dann müsstet ihr jetzt eigentlich aber auch zusehen, dass ihr wieder sehr, sehr gutes Wasser trinkt. So wie man in Italien zum Kaffee oder zum Cappuccino halt oder zum Espresso ein Glas Wasser trinkt. Das ist nicht umsonst, dass das so ist. Ja, also das hat alles so seinen Grund. Also Wasser ist da ganz wichtig und ihr für euch habt sicherlich euer Lieblingswasser. Quellwasser kann sich ja nun mal nicht jeder holen und hat auch nicht jeder in der Nähe. Aber man kann mal versuchen, ab und an etwas auszuprobieren, um zu sehen, tut mir das gut oder tut mir das nicht so gut. Und egal welches Wasser ihr nehmt, ihr könnt es auf jeden Fall immer veredeln, wenn ihr eben ein bisschen Obst mit reinmacht. Oder in diesem Fall, wie ich euch gesagt habe, die Salatgurke oder die Wassermelone. Von mir aus könnt ihr auch die Honigmelone nehmen oder eine andere Melone, die euch besser schmeckt. Aber versucht es doch einfach mal und schaut mal, wie erfrischend das ist. Und da man einen schönen Geschmack hat und auch dieses ein bisschen, je nachdem, ein bisschen süßlich ist, glaube ich, schmeckt das den Kindern auch sehr, sehr gut. Und wenn man weiß, das füllt die Zellen, dann weiß man auch, dass alle gut versorgt sind, wenn man darauf achtet. Ja, das war es jetzt eigentlich mal zum Wasser. Und ich denke, wenn ihr Erfahrungen gemacht habt oder machen werdet, freue ich mich, wenn ihr einen Kommentar drunter macht, wenn ihr was schreibt oder auch mal einen Daumen hoch und oder die Glocke drückt, damit ihr wisst, ihr, wenn jedes neue Video kommt, dass ihr da Bescheid bekommt, wer es abonniert hat. Und ja, ansonsten freue ich mich mal über die Geschichte mit Wasser, weil überlegt mal, die dreckigste Pfanne, den dreckigsten Topf, dann nehmen wir doch Wasser zum Waschen. Oder zum Saubermachen. Da würden wir doch nicht unbedingt, naja gut, Cola kann man jetzt für einige andere Sachen nehmen. Das wäre jetzt eine andere Sache, könnte man entgegnen. Aber ihr wisst, was ich meine. Egal wie dreckig etwas ist, wir nehmen Lappen und wir nehmen Wasser. Und so sollte das für uns natürlich auch sein. Helfen wir also unserem ganzen Körper, unserem Organismus gut zu entschlacken und immer, ja, frische Zellen zu haben, ne? Und das sieht man dann ja auch oft im Alter. Dass man frischer ist, länger oder fit bleibt, so sagt man das jedenfalls immer. Es kann jedenfalls nicht ganz falsch sein. In diesem Sinne, bleibt gesund oder werdet gesund. Und wenn ihr noch eine schöne Geschichte mit Wasser habt, dann freue ich mich natürlich auch, wenn ihr die als Kommentar drunter schreibt. Vielleicht gibt es ja noch ein ganz besonderes anderes Wasser, wo ihr sagt, das ist es auch nochmal wert. Nun glaube ich, ist es in den Ländern vielleicht auch noch unterschiedlich. Ich kann ja jetzt nur für mich drumherum sprechen. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr schaut wieder rein.